eigentlich mit Call of Duty Warzone Mobile 4 Monate nach Release geworden. Und damit was geht ab, Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Call of Duty Warzone Mobile, lang ist's her. Ich spiele gerade tatsächlich, wie ihr seht, nicht mit dem Finger, sondern mit dem neuen Controller von Scuf Gaming, dem guten alten Scuf Nomad. Ich muss aber sagen, ich komme überhaupt nicht damit zurecht. Also es ist ja ein Mobile-Controller, der hat aber nur 2 Pedals. Ich spiele wirklich wie ein Haufen Scheiß. Schauen wir mal, was jetzt hier so geht. Das letzte Warzone Mobile Video ist relativ lange her. Wir werden das Ganze jetzt einfach mal abchecken, ob sich irgendwas verändert hat. Weil Warzone Mobile, ich weiß nicht, ist es gefloppt, ist es nicht gefloppt? Schreibt mir in die Kommentare, spielt ihr es noch aktiv? Ich finde es so komisch, dass hier auch die Farben noch ein bisschen teilweise andere sind. Und generell, gerade aktuell, können wir kurz über das Cheater-Problem reden? Was zum Teufel passiert da eigentlich? Also ich finde es so insane, was gerade abgeht auf Rebirth Island, vor allem in Rank natürlich. Aber was, den kriegen wir nicht. Ich habe schon so relativ wenig Rank gespielt, weil für mich einfach Ranked nicht zu Resurgence gehört, sondern zum Battle Royale. Und deswegen spiele ich das eh schon kaum, weil es mir halt nicht so Spaß macht. Und jetzt ist es aber zur komplett geisteskrank geworden, dass dadurch, dass Call of Duty jetzt im Game Pass ist, irgendwie noch viel, viel mehr Cheater im Spiel sind als so schon. War eigentlich gerade ne Dings? Ach, guck mal. Oh mein Gott, ich bin so lost. Das ist insane. Wenn ich den ersten Garnfeld verliere, mache ich 20 Liegestütz. Oh nein, oh nein, oh nein. Platten geben? Der hängt da noch, ne? Der sniped auf mich. Oh Gottes Willen. Komm, jetzt pushen mit Superi. Komm! Ja, ich muss keine Liegestütz machen. Alles gut. Ist das crazy. Kurz in Deckung gehen. Ich bin schon wieder komplett unter Stress, ja. Du machst dir kein Bild. Oh Gott. Oh Gott. Lauf, 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 lauf. Nein, auf dem Turm. Du bist ein schlechter Mensch. Du bist ein schlechter Mensch. Guck dir das mal an. Und schreibt auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, wie ihr Warzone Mobile seht. Habt ihr es mal getestet? Habt ihr es ausprobiert? Habt ihr es schon wieder deinstalliert? Weil ich sehe davon nicht so viel in Warzone Deutschland Raum. Okay, Wonny. Komplett One-Shot. Pick ihn, bumm sie mal. Küss ihn, küss ihn, küss ihn. Hilfe! Alles gut. Ist das heiß. Ah! Oh Gott, hab ich nicht gesehen. Okay, nächster Kill. Es ist viel zu stressig gerade. Ich will ja eigentlich ein bisschen was erzählen. Schreie ich eigentlich? Habe ich meine AirPods zu laut? Ich glaube, ich schreie, oder? Und das ist jetzt schon eine Sache, die mich jetzt ein bisschen nervt, aber es ist halt, wie gesagt, Mobile und ich nehme das jetzt nicht so ernst. Aber ich habe zum Beispiel ziemlich sicher in den Settings angegeben, dass ich alle Platten auf einmal mir gebe. Und jedes Mal, wenn ich das mache, wird aber trotzdem abgestoppt. Das verstehe ich nicht so ganz. Aber ansonsten, das wollte ich gerade eigentlich noch sagen, ist es schon wild, wie gut das Spiel funktioniert. Ich kriege hier kein Geld für das Video oder so. Ich kriege hier gar nichts für. Ach, du ahnst es nicht. Ich wollte die Waffe nicht aufnehmen! Komm, gehen wir mal Superstore. Das richtige OG-Superstore. Wie findet ihr das eigentlich? Ist er jetzt in Season 5 rausgekommen, hat sich aber jetzt auch nicht so krass durchgesetzt. Ja, ich weiß nicht, ne? Also hat nicht so krass gehittet wie dieses Superstore, weil sie dann doch relativ viel geändert haben. Eine Sache fällt mir jetzt aber hier gerade auf, war nicht hier auf Verdansk normalerweise immer so Glas, dass man so durchklatschen konnte mäßig. Irgendwie, es ist immer wieder geil hier zu... Es ist irgendwie immer wieder geil hier zu landen, ne? Muss ich ja wirklich sagen. Es ist ja im März rausgekommen und ich glaube, in Deutschland war das irgendwie schon im Dezember von 2023 verfügbar. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich merke jetzt nicht so einen krassen... Alter! Digga! Face Dinkel! Ich merke gar nicht so einen krassen Unterschied zu dem, was sich alles jetzt so geändert haben soll. Im Vergleich zu Dezember. Vorbeirutschen, Kamera brechen und... Scheiß drauf. Scheiß drauf, okay? Es hat sich nicht so krass viel geändert wie zur Testphase quasi, was entweder für die Testphase oder gegen die Vollversion spricht. Ich meine, es ist wirklich geil, dass du einfach so dein Handy anmachen kannst mit deinem eigentlichen, wirklichen Main-Account. Dinge, die du hier kaufen kannst oder die Skins ausrüsten kannst, weil ich meine, ich habe so einen Code mal bekommen. Oh, da oben ist einer. Von Activision für Call of Duty Warzone Mobile Code Points, die man nur
auf dem Handy einlösen konnte, aber es waren einfach 20.000. Ich zeige euch das gleich mal. Ich habe hier 20.000 Konten-Mobile-Punkte und wenn ich die einlöse und mir zum Beispiel einen Skin kaufe, habe ich den auch am PC. Diese Interaktion hat wirklich flawless funktioniert und ist sehr, 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 sehr geil. Verdansk ist ein totales W. Rebirth kann man hier spielen, ist ein W. Man kann mit seinen Freunden spielen, ist auch sehr, sehr geil. Schreibt mir in die Kommentare irgendeinen Warzone-Content-Creator, mit dem ich mal Warzone Mobile spielen soll. Oh, da kann man vielleicht irgendwie eine Challenge machen. Ich glaube, das wäre ganz geil. Eine Platte kurz rein, da war noch einer. Ja, der kommt von links. Oh, Ahmed, Junge, was der Großer. Setz dich hin. Wie viele Gegner sind um mich herum? Hallo? Mir interessiert immer noch sehr, wie viele Bots so im Durchschnitt in so einer Runde sind. Weil seitdem Mobile raus ist, ist ja auch das Thema immer wieder, dass es eventuell auch KI gibt in den normalen Battle Royale-Runden. Was ich nicht glaube, ich bin der Beste gerade. Ich sag, das sind alles echte Spieler hier. Ich gebe hier einfach die guten Outcomes. Versteht ihr, was ich meine? Aber ich sag einfach mal so, seitdem Warzone Mobile draußen ist und man weiß, dass Bots hier die Lobbys füllen, habe ich verdächtig oft immer mal wieder auch wirklich einen Gegner in meinen Battle Royale-Matches, wo man wirklich denkt, das kann kein echter Spieler sein. Boah, wie oft man hierher gelaufen, das ist wirklich Wahnsinn, ne? Und da hat immer irgendein Bastard umgecampt und hat die ganze Zeit gesniped. Aber der erste große Nachteil, und ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt für immer so geplant ist oder so, ist ja wirklich problematisch, dass das Ganze nur für iOS funktioniert hat, ja? Also nicht für Android, sondern nur für iOS. Und dementsprechend ist es natürlich schon ein bisschen gefloppt, weil viele Leute das Spiel gar nicht spielen konnten. Aber ich bleibe dabei, dass die Umsetzung, so wie es geplant war, wirklich überragend war. Oh Gott. Ich hab, bra, also das ist eine Sache, wirklich ein sehr, sehr großer negativer Punkt, dass viele Sachen, also kann auch wirklich sein, dass es an mir liegt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mehrere Sachen eingestellt habe, wie zum Beispiel automatisches Klettern oder so, dass ich das aushabe, aber es trotzdem immer wieder Dinge zurücksetzt und resettet. Das nervt schon ein bisschen. Aber ich weiß wirklich gar nicht, ob die Entwickler, ob die Publisher zufrieden sind mit dem, was sie hier rausgebracht haben, beziehungsweise zufrieden sind mit dem Erfolg, wie das angenommen wird. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, ob sich Warzone Mobile überhaupt gelohnt hat. Ja, spring mal runter, Großer. Ich krieg dich trotzdem. Wo ist er hin? Nein, es war nicht Ahmed, oder? Ich find's auf jeden Fall geil, dass es so ein paar Leute von euch gibt, die immer wieder darauf warten. Ohoho! Baby, dass ich Warzone Mobile Content mache, weil ich glaube, in Warzone Deutschland, generell in Deutschland, ist das nicht so ein Ding geworden, dass Leute da wirklich Content zu posten. Wenn dieses Video 1000 Likes erreichen sollte aus irgendeinem Grund, dann werde ich mal ein Video machen, wo ich so lange Warzone Battle Royale spiele, bis ich 25 Kills mache. In einer Runde. So, Ahmed, was machst du den ganzen Tag? Bro! Was macht der denn da die ganze Zeit? Nein, dem gucke ich jetzt zu. Was ist jetzt deine Mission? Wie kann er denn immer noch da chillen? In der Zeit, wo Ahmed hier sein überragendes Gameplay zeigt, kann ich euch den Controller auch nochmal kurz hier zeigen. Da kommt normalerweise das Handy rein. Super einfache Verbindung über Bluetooth. Ich finde, der Controller sieht allgemein sehr, sehr geil aus. Ihr habt hinten sogar auch Pedals, die ihr für Warzone benutzen könnt. Ihr habt aber gerade auch gesehen, ich meine, ich bin jetzt kein Pro-Player, aber das Aim war jetzt auch nicht das, was ich normalerweise habe. Ihr habt natürlich einen Input-Delay, weil das Ganze ja über Bluetooth läuft und nicht kabelgebunden ist. Und selbst kabelgebunden habt ihr Input-Delay. Das ist völlig normal. Er spielt... Oh, MED! Es gibt eine richtig nice Scuff-App, wo ihr sogar Deadzone und Trigger einstellen könnt. Ähnlich so wie die IQ, nur besser. Und richtig viele verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Also wenn ihr gerne Mobile-Games zockt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall mal den Controller hier anschauen. Mit dem Code KingPhil spart ihr 5%. Aber lasst euch gewarnt sein, ein waschechter Warzone-Mobile-Gamer hasst Warzone-Mobile-Gamer, die mit einem Controller spielen. Weil nur echte Männer spielen mit ihren Fingern. Das ist kein Witz, so Kommentar habe ich schon bekommen. Und aus diesem Grund, und weil ich auf Schmerzen stehe, machen wir das Ganze jetzt noch eine Runde mit Händen. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht. Also, hat sich irgendwie großartig was geändert? Hospital Heli Race, der Klassiker. Die Leute haben mir reingeschrieben, ja, irgendwie hat sich voll viel geändert bei Warzone Mobile und so weiter. Sehe ich nicht so krass, aber ich weiß auch nicht. Ich bin ja auch das Normale gewöhnt und ich spiele jetzt nicht regelmäßig Warzone Mobile. Vielleicht liegt es daran. Überlebe ich das? Alles gut. Er hat aufgeklatscht. Ja, das Ganze wird man dann ja auch irgendwann selbstverständlich auch ja, in normalen Warzone sehen, wenn da Verdansk wieder kommen soll. Wurde ja verschoben, ne? Wir bekommen ja Black Ops 6, aber zu Black Ops 6 wird das Ganze noch nicht live sein. Das Ganze wird dann einfach ganz klassisch Black Ops 6 auf Uzbekistan ohne neue Map sein. Ich weiß ja nicht. Sag mal, war hier oben nicht eigentlich immer ein Heli? Was habe ich denn eigentlich verpasst? FJX, gute Waffe, Sidebinder auch Kracher. Goldene Gasmaske. Schnapp, wurde automatisch angezogen. Geil. Oh, unter uns kracht's auf einmal. Irgendwelche Gegner. Vorsicht. Was macht er? Was ist er für Psychopath? Bro, er kommt nämlich reingeschleitet wie sonst was. Nein, er heißt Kingpin. Ich sehe aus wie der größte...
Ey, ich glaube, mit Fingerspiel ist wirklich das Allerschwierigste, was ich jemals gesehen habe. Oh Gott, der wirft schon Scheiße. Ja, das Ding ist over. Ding ist over. Ja, er trifft nur Headshots. Ich bin eh allgemein voll gespannt, wie sich Warzone jetzt in Zukunft entwickeln wird. Schreibt auch jetzt mal in die Kommentare, bis ihr hingeschaut habt, wer von euch alles Warzone noch aktiv am Zocken ist. Es passiert nicht mehr viel. Wir sind in der vorletzten Season angekommen. Wir haben ein krasses Cheater-Problem gerade. Und Black Ops 6 steht vor der Tür. Da ist es eigentlich im Call of Duty-Zyklus immer so. Hab eine Vorratsstation gefunden. Hab eine Vorratsstation gefunden. Hab eine Vorratsstation Wenn du noch gefunden. Eine... Besser ist das. Dass immer wenig Leute Warzone spielen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass diese Welle immer weniger wird. So, Verdansk waren wir da oben. Dann ist es abgeflacht zum Sommer hin. Dann kam, was kam dann? Cold War, ne? Dann ging das wieder ein bisschen hoch. Aber es geht alles stetig immer wieder ein bisschen nach unten. Das zumindest mein Empfinden. Und je mehr ich auch darauf achte, desto mehr regen mich so Sachen wie Aim Assist auf und irgendwelche Ping-Tode und so weiter und so fort. Ich bin halt auch so gespannt, was sich in Black Ops 6 alles ändern wird, wie sich das anfühlen wird, das Ganze zu spielen. Und ich hoffe und ich glaube aber auch, dass Treyarch da nicht enttäuschen wird. Aber gerade Warzone Mobile war ja so ein riesiges Ding bei den Publishern, ne? Auch das ganze User-Interface war ja auch auf Warzone Mobile so ein bisschen ausgerichtet und dafür ein bisschen im Hinterkopf erstellt worden. Und im Endeffekt ist Warzone Mobile ja eigentlich, ich weiß nicht, kann man sagen, dass es gefloppt ist? Ich denke schon. Oh nein, das Ding ist so durch, Arnon. Oh mein Gott. Nein, 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 wenn er das tötet, dann fresse ich... Krasser Spieler aller Zeiten. Ich bin gegen den World's Best Mobile-Spieler gestorben. Was macht der da? Vorladung, wichtig. Ich habe hier noch einen Artikel von golem.de. Keine Ahnung, wie seriös die Quelle ist. Aber da steht auch, Call of Duty Warzone Mobile startet erstaunlich schwach. Sind zwei Call of Duty für Mobile-Endgeräte zu viel? Das neue veröffentlichte Warzone bekommt viel Kritik, schwächelt beim Umsatz. Warzone Mobile hat in den ersten 4 Tagen nach dem weltweiten Start rund 1,4 Millionen US-Dollar Umsatz generiert. Call of Duty Mobile hingegen 4,2 wohl nach einem Tag. Was auch immer das heißt. Auch in dem Artikel stand gerade drin, dass man das auf Android spielen kann. Aber jetzt wirklich, verklag mich? Ich google das jetzt. Wenn das jetzt nicht stimmt, drehe ich wirklich durch. Dann habe ich nur Kacke erzählt. Warzone Mobile on Android. Seit wann ist... Bitte, nein, nein. Seit wann ist das drin? Da, oh, bin ich gerade komplett weg? Das war doch nicht schon immer da, oder? 10 Millionen Downloads? Das ist krank. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Wie ist es auf Android? Schreibt es in die Kommentare. Haben wir doch ein ganz neues Themengebiet jetzt. Entschuldigt mich. Jetzt wirklich der Spaß vorbei, weil sonst flippt hier gleich einer aus. Kann nicht sein, dass es so schwer ist, hier irgendwie 10 Kills oder so zu machen. So, Team, ich will euch jetzt sehen. So, nehme ich. Ruhe. Bitte rutsch doch nicht so schnell. Oh Gott, in die Game. 2 Kills. Oh Gottes Willen. Wer ist er? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst eine Bewertung, kostet ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video. Grüße.